Willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Video. Wir schauen uns endlich mal wieder was von Lukas an, Leute. Ich habe ihn bereits vermisst. Und gestern ist ein neuer Song rausgekommen, den schauen wir uns jetzt an. Es geht um German Let's Play, Leute. Und was es damit genau auf sich hat, werden wir nach dem Intro erforschen. Wie ein kleiner Professor. Ach ja, Leute. Der liebe Lukas hat nämlich einen Song über German Let's Play rausgebracht. Und zwar German Let's Play ist ein Geist. Passend zur Halloween-Zeit, Leute. Ich bin noch gar nicht in Halloween-Stimmung irgendwie. Ich schaue mir aber von Ellie, Leute, Alicia Marie, schaue ich mir immer diese Make-up-Tutorials an. Auch wenn ich logischerweise nicht unbedingt der Make-up-Typ bin, wie ihr vielleicht herausgefunden haben könntet, wenn ihr ein aufmerksamer Zuschauer seid. Schaue ich mir das ganz gerne an. Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, Leute. Sehr talentiertes Mädchen. Sehr talentierte YouTuberin. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, Leute. Genauso wie der liebe Lukas, ja? Aber bevor wir da reingehen, in dieses wunderschöne Video, grüße ich einmal den lieben Klinge 0304. Unter anderem auch ein YouTuber und Streamer, ja? Wenn ihr auch einen Shoutout haben wollt, meine lieben Freunde, folgt mal einfach auf Instagram, @flodaflo. Und da habt ihr auch zumindest die Information bekommen, dass heute dieses Video online geht, ja? Also falls ihr irgendwelche Informationen haben wollt, schaut da gerne vorbei, Leute, ja? Ansonsten jetzt aber hier, German Let's Play ist ein Geist. Song. Ich hoffe, wir haben hier wieder irgendwelche Adlibs oder irgendetwas von German Let's Play, was hier in stimmlicher Form wieder hinzugegeben worden ist. Ich hoffe es, weil GLP ist ein sehr süßer Mensch. Ich muss gestehen, Leute, ich habe in letzter Zeit wenig German Let's Play geschaut. Sehr, sehr wenig. Ja, schon teilweise fast gar nicht mehr. Ich habe mir ab und zu ein paar ältere Videos angesehen. Jetzt auch die von Tuddle, die hochgeladen wurden. Da habe ich mir einige von angesehen mit German Let's Play von früher, weil ich diese Zeit so gerne mag, Leute. Das ist einfach meine Kindheit tatsächlich. Deswegen Shoutouts an Tuddle, der übrigens auch ein Video von mir gesehen hat, Leute. Wenn ihr das sehen wollt, könnt ihr auch auf Instagram vorbeischauen. Wie praktisch ist das denn? da Tuddle auf ein Video von mir, ja, was heißt reagiert, aber man hat gesehen, dass er sich ein Video von mir angesehen hat. Und seine Gesichtsemotionen dabei. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Genug Werbung gemacht dafür, Leute. Ich freue mich drauf. In der Beschreibung findet ihr auf jeden Fall einen oder mehrere Links. Eher mehrere Links, wo ihr euch diesen Song downloaden könnt und damit den lieben Lukas supporten könnt, was wichtig ist und was auch getan werden sollte. Getan werden muss. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Leute, schauen wir jetzt hier direkt rein. German Let's Play ist ein Geist. Zack. Ich grüße noch die Leute von Patreon. Simon, Philipp, Edoras, André und Izzy. Danke für euren Support, Leute. Danke. Los geht's. Oh, man hört jetzt schon so diese typischen Halloween-Vibes irgendwie. Dun, 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 dun. Oh ja. Oh, mehr wollte ich gar nicht. Ich wollte das hören. Oh. Alright. Ich glaube, Manu ist ein Geist. Nichts spricht mehr dagegen. Warum er sein Gesicht nicht zeigt, da muss ich nicht lange überlegen. True. Denn er besitzt ja keins, seine Scheine versinkt im Nebel. Verstehe nicht, wird es nicht peilt, nein. Er ist so spooky, er ist ein Phantom. Während du ihn zusiehst, ist er schon lange tot. Er lebt in einer Villa, die ist riesengroß und lädt auf Finster, nur sein Essen hoch. Das stimmt übrigens, Leute, also GLP, ich folge ihm auch auf Instagram und ich glaube, er hat lange nichts mehr gepostet, aber wenn, dann postet er irgendwelche Eintöpfe oder so, die er sich gemacht hat. Okay, danke dafür, für diese Information, GLP. Krass mal, wie schnell sich der Song jetzt entwickelt hat. Der ging echt ganz gechillt und langsam los und jetzt wird so fast wie so ein kleiner Popsong oder... Ja, ich weiß nicht, Leute, der Beat geht echt... Schnell nach vorne. Krass, Mann. Okay, wir schauen erstmal weiter rein, Leute. Aber bis jetzt ist es was fast Frisches. Also bei den letzten paar Liedern von Lukas hatte ich jetzt nicht wirklich das Problem, aber die haben sich alle vom Aufbau her schon so ein bisschen geähnelt, was an sich ja nicht schlimm ist. Aber hier haben wir mal wieder einen ganz, ganz, ganz anderen Aufbau irgendwie, finde ich. Und lädt auf Finster, nur sein Essen hoch. Er verliert denn auf Insta nur Essen hoch. Das ist doch im Ernst völlig geisteskrank. Oh, geisteskrank, Leute. Dass das strange ist, hab ich gleich erkannt. Diese Stimme, verdammt, das ist doch im Ernst völlig geisteskrank. Oh, schön. Dass das strange ist, hab ich gleich erkannt. Wissen alle seine Freunde wohl Bescheid. Oh, wie cool, Mann. Als er hier eben so schön diese extrem, also was heißt nicht extrem, aber diese eher höhere Stimme gehabt hat und jetzt hier wieder diese ernstere kommt und direkt seine dunklere Stimme. Ich muss tatsächlich sagen, ich mag seine Stimmvielfalt echt gerne. Ich weiß nicht, Lukas kann echt
seine Stimme schön einsetzen. Hört sich vielleicht komisch an, Leute, aber es geht euch doch genauso, seid ehrlich. Okay, bis jetzt finde ich es echt cool, Mann. Auch hier beim Artwork sehr sympathisch, dass er hier die ganze Zeit die Dame oder den Herren eingeblendet hat, der oder die das Artwork gezeichnet hat. Wissen alle seine Freunde wohl Bescheid? Wissen sie, was Manu nebenbei so treibt? Ich glaube nicht. In seiner freien Zeit zieht er es vor, ein Geist zu sein. Und ich weiß nicht, ob's true ist, doch man sagt, auf dem Discord spukt es, wenn er redet. Ich hab Angst, verdammt. Ich möchte ganz kurz nachsehen, hat Lukas den Beat selbst gebaut? Beat von mir, tatsächlich. Alter. Krass. Das ist echt ein guter Beat. Er hat so diese leichten Halloween-Elemente. Aber jetzt gerade zum Beispiel am Anfang, ich weiß nicht, ob das tatsächlich der Refrain war, da wurde es so ein bisschen, ja, leicht popmäßig. Es hat sich zumindest so sehr aufgebauscht. Und jetzt aber ist es sehr so wie so ein Oldschool-Hip-Hop-Beat schon fast angesetzt. Also das ist echt krass, Mann. Gefällt mir gut. Aber trotzdem hat man halt diese leichten Halloween-Feelings. Ihr kennt ja alle diese Halloween-Filme, da kommt auch immer so eine bestimmte Anzahl an Tönen, die dann so dieses Halloween-Feeling geben. Und das hat man hier auch durchgehend. Discord spukt es, wenn er redet. Ich hab Angst. Genau, das sind diese Glockenspiele da. Verdammt. Ein Mann mit Kürbiskopf hat mir gesagt, Manu hat kein Bett, er legt sich über Nacht in sein Grab. Dann liegt er da und murmelt irgendwas von Paletten, dass er ein Geist ist, könnte man in dem Moment fast vergessen. Oh, wie schön das Lachen. Er ist so spooky, er ist ein Phantom. Hier, wie sich das so, dieser Rise, der hört sich echt so ein bisschen an wie so ein Popsong, als ob gleich noch so ein Drop sogar kommt. Also echt vielseitiger Track, sehr, sehr komisch aufgebaut, aber sehr gut aufgebaut, finde ich. Also echt, ja, Leute, meine Gefühle sind schwer zu beschreiben. Aber es passiert sehr viel, was man nicht erwartet, oder? Er hat einfach einen sehr interessanten Aufbau hier. Er ist so spooky, er ist ein Phantom. Während du schön ihn zusiehst, ist er schon lange tot. Er lebt in einer Villa, die ist riesengroß. Und auch hier wieder diese Melodien. Phantom, groß. Meine Stimme ist viel, viel besser als die von Lukas. Ich weiß, Leute, ja, müsst ihr mir nicht immer sagen. Ich weiß sowas. Aber das ist auch echt cool, wie er hier noch im Refrain diese wunderbare Melodie mit reingebracht hat. Er lebt in einer Villa, die ist riesengroß. Und lädt auf Insta nur sein Essen hoch. Alter, schön, Mann. Nur Essen hoch. Das ist doch im März völlig geisteskrank. Ist es übrigens wirklich. Strangest habe ich gleich erkannt. Diese Stimme, verdammt, das ist doch im März völlig geisteskrank. Dass das Strange ist, habe ich gleich erkannt. Oh, schön. Alter, dieser Beat ist echt so vielseitig, Mann. Krass. Dort meinen Arsch an. Sehr gerne. Was das? Okay, es war's, Leute. Er muss lutschen jede Stunde, soweit das Auge reicht. Okay, das kenne ich noch nicht, Leute. Da lasse ich mich jetzt nicht spoilern. Kriegt natürlich einen Daumen nach oben von mir, Leute. Wie gesagt, downloadet euch den Song, checkt das originale Video ab. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ansonsten kommen wir zum kleinen großen Mini-Fazit, meine lieben Friends. Also ein sehr, sehr cooler Track. Ein sehr, sehr cooler Track. Hat mir sehr gut gefallen. Besonders auch, dass Lukas jetzt so ein bisschen guckt, okay, es ist Halloween-Zeit, dass er da so einen Halloween-Song irgendwie zu macht. Finde ich coole Idee erstmal. Und von der Thematik her, ein German Let's Play Song geht natürlich immer, muss man dazu sagen, geht natürlich immer klar. Aber wie gesagt, ich fand, das Lied jetzt war ein bisschen anders aufgebaut als die sonst. Also klar, es ist jetzt auch eher ein Fun-Lied, kein nachdenkliches, kein deepes mit einem heftigen Text oder einer heftigen Aussage. Außer, dass wir jetzt geleakt haben, dass German Let's Play wirklich ein Geist ist, ja. Muss man natürlich auch mal appreciaten. Aber wirklich, dass hier einfach mal sich für was anderes entschieden wurde. Ich weiß nicht genau, ob er sowas in der Art schon öfter gemacht hat, aber vom Aufbau her hat es mir echt richtig, richtig gut gefallen, weil wir hier so viele verschiedene Elemente hatten. Durchgängig diese Halloween-Feels und diese Glockenspiele, die damit dann so einfach das, ja, diese Halloween-Atmosphäre rübergebracht haben oder diese Geister-Atmosphäre. Dann hatten wir im Refrain einfach diesen Rise, den ich so unglaublich schön fand, wo man kurz dachte, okay, jetzt könnte einfach so ein klassischer Pop-Song oder so ein Drop kommen teilweise sogar. Hat sich dann aber wieder in so ein
Hip-Hop-Beat aus den Anfang 2000er irgendwie entwickelt, was ich dann auch nochmal extrem cool fand. Also sehr, sehr vielseitig, muss ich sagen. Sehr, sehr vielseitig allein vom Beat her. Und dann noch die Tatsache, dass er den selbst gebaut hat. Das ist echt krass, Alter. Das ist auf jeden Fall echt krass. Und hier auch nochmal die Zeichnerin verlinkt, Leute. Möchte ich auch nochmal kurz erwähnen. Saga Yellowberg. Saga Yellowberg, Leute. Wir schauen tatsächlich auch nochmal ganz kurz auf Twitter vorbei. Und können gerne mal ein Follow da lassen. Könnt ihr gerne auch machen, Leute. Ich werde euch den Twitter-Account zu der Zeichnerin auch mal verlinken. Oder dem Zeichner, ich weiß nicht genau. Aber hier steht, glaube ich... Nee, hier steht nicht bei. Von dem Wesen. Dem menschlichen Wesen, ja. Denke ich zumindest. Und ganz wichtig natürlich, was ich auch gesagt habe, aber müsst ihr sehen, Leute, dass ihr den Song auf jeden Fall downloadet. Und zumindest, ich weiß nicht, ob sie doch auf Spotify gibt, aber ich denke schon, die meisten Songs gibt es auch auf Spotify, dass sie ihn zumindest nicht von YouTube runterladet. Es sei denn, ihr habt YouTube Premium, aber ansonsten natürlich über Google Play oder anderweitige Streaming-Dienste, ja. Ansonsten fand ich den Song echt gut. Ich finde diese Abwechslung gut, die Lukas macht zwischen ernsten und Fun-Tracks, dass er das so ein bisschen vermischt und einfach guckt, worauf er Lust hat und sich nicht selbst einschränkt, sondern wenn er sagt, hey, ich habe jetzt Bock, einen GLP-Geister-Song zu machen, dann mache ich den verdammt nochmal und lass mich jetzt nicht irgendwie von meinem Mindset aufhalten oder so. Und er soll Mucke machen, wie er möchte, wann er möchte, worüber er möchte. Hauptsache, er ist glücklich, dann sind wir, denke ich, auch am glücklichsten. Und ja, Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ja, es hat euch ein bisschen gefallen vielleicht. Ein kleines bisschen, danke. Und schreibt auf jeden Fall rein, wie ihr den Song fandet und was ich mir noch ansehen soll. Ja. Das war's eigentlich, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Bleibt fresh und lieben, Freunde. Und let's get naughty. Now grab somebody. Shake it off me. Now move your body. Flow the flow.